Da war da in der Dings. Camp Splinter? Ja, Camp Splinter, wo was gut gelaufen ist. Ich habe mir damals, jetzt mal ein bisschen Fremdwerbung, ich habe mir damals, als es rauskam, Infestation, von, ja, was heißt, als es rauskam, bisschen später von Pete's Meat die ganze Reihe angeguckt. Und? War ziemlich geil, da haben sie einen Sniper zum Beispiel geboxt. Also haben sie sich auch so abgesprochen, ja, da ist er und nee, Quatsch, die anderen haben irgendwas anderes gemacht und der Pete selber ist dahin und hat den von hinten erschlagen. Dann hat er sich ja derbe gefreut, ne? Aber Ja, wie? das war... Oh nein, nicht schon wieder so ein Loch. Hey Daniel, du drückst mich da nicht rein. Da Alter, was ist kommt man nicht das? wieder raus. Ich Okay. befunde so ein Loch regelmäßig und kam da nicht wieder weg, ey. Das war Warte zum mal, Kotzen. kann man hier nicht durchkrabbeln? Sag ich, du steckst drin fest. Alter, was macht ihr denn? Ein Steinlöcher fallen. Daniel? Daniel, kommst du raus? Nee, warte. Das ist mein mit hin. Ah, Alter. Lauf zurück, andersrum, wieder zurückgelaufen. Das geht gar nicht. Ja, super, jetzt. Jetzt war ich drin, Alter. Habt ihr es geschafft? Ja, weil ich reingesprungen bin und Daniel dadurch rausgeschubst habe. Oh, voll schlürf, Und schlürf. ich war dann so ein Ding drin, wo auch rundum Felsen war und ich nirgendwo mehr rauskam. Da war einfach Du ein warst in Loch. einem Ding drin. Beim Loch. Alter, Ein Loch. in was für Löcher du gehst, will ich gar nicht wissen. Immer. Aber ich muss sagen, dafür, dass hier so viele Spiele drauf sind, haben wir gar nicht so hart auf die Fresse gekriegt. 42. Na, 43 Mal haben wir noch nicht auf die Fresse gekriegt. Ich meine, wir haben noch nicht so hart auf die Fresse gekriegt, dass wir es sich lohnt zu weinen. Dass wir Nö, sagen eigentlich könnten, das Spiel ist so scheiße und so schlimm ist gar nicht gelaufen bis Wir jetzt. haben uns auch zwischendurch alle gut abgesprochen und sowas. Das ist halt nur durch mit dem Schießen immer so klappt, ne? Beispielsweise den einen auf der Baustelle, da haben wir den eigentlich getötet, weil man nicht immer getroffen hat. Na, Das ich hat hab den auch genug getroffen, der hat sich bloß immer geheilt, die Drecksau. Ja, wie viel muss er davon gehabt haben? Ja, wie unfair, dass der sich immer heilt, weißt, finde ich voll fies, weißt, ich schieße ihm ins Gesicht und da heilt sich einfach. Ja, super. Ja, anstatt einfach hinzugehen, ja, töte mich. Ja, eben, der hätte einfach den Loot fallen lassen können, weglaufen können, oder? Wow, er schreibt eh echt jemand, dass er jemanden Aimbot in Wunder City hat. ASP Aimbot in Wunder City. Stupid Kid. Aber in diesem Spiel lohnt es sich nicht mehr wegen Hacker sich aufzuregen, weil. Nö. Hacker sind hier drin. Ja, bist du nichts anderes geboten Es gibt hast. kein eifereres Spiel, was man hacken kann. Weil in hier der ist Tat, sowieso nichts drin gemacht. Wenn mich jemand fragen würde, nenn mir ein Spiel, in dem gut gehackt wird, dann wird mir auf Anhieb erst Infestation anfallen. Ja, und dann Daisy Standalone. Ja. Weil da kannst du auch hacken wie so ein Wilder. Ich spiel das auch keine Sau. Zum Beispiel der Hack in der Daisy Standalone finde ich zum Beispiel scheiße, wenn jemand vor dir steht in Geistmodus und haut dir die Waffe aus der Hand. Du willst Ja, die Waffe ausrüsten super. und kloppt die aus der Hand raus. Ja, sowieso bei der Standalone die Animation, bis du die Waffe aus dem Rucksack da und da hin und her. Finde ich ein Ja. bisschen doof gemacht. Also ist es zwar schön realistisch und nett anzusehen, aber. Für PvP ist es nichts. Aber den besten Hack, den ich immer noch aus den normalen DayZ noch kenne, dass ich bei Pizza gesehen habe, wo die da Medi drin waren und so ein Hase angelaufen kam, hat eine Bombe da hin. Ah, das habe ich auch gesehen. Das fand ich eigentlich als Hack eigentlich ziemlich geil. Was hat der ich denn auf? Hör auf, über DayZ zu reden, dann kriege ich richtig Bock auf Was DayZ. hat der denn auf dem Rücken? Ja, was hat der denn da hingelegt? Geht da Alter, habt ihr jetzt auch das Bock auf DayZ? Wenn ich DayZ spielen will, muss ich den ganzen Scheiß erstmal runterladen. Ja, ich auch, das ist schrecklich, aber ich habe richtig Bock drauf jetzt, weil ich es mir gesagt habe, jetzt denke ich an alte Zeiten, an Ja, ein paar Arma 3 und also Arma 2 und die Dings, das habe ich schon runtergeladen. Ich muss jetzt nur noch restlichen Scheiß. Ja. Daniel hat bestimmt sowieso die ganze Zeit schon drauf, ne? Ja. Daniel hat ja alles. Daniel hat immer alles. Der ist voll super organisiert, immer in vornherein. Noch bevor wir ein Projekt starten, hat er schon 2 Wochen vorher installiert. Und der weiß halt Bescheid, dass du was du willst. Das Spiel ist noch nicht mal draußen und er hat schon installiert. Ja, sicher. Stille. Tag 7. Wir haben kein Essen mehr. Mein Trinken ist alle.
Ich überlege, ob ich das Blut meiner Mitgefährten trinken sollte, oder sollte ich doch lieber meinen eigenen Urin süffeln. Ich bin der Einzige, der gut bei uns dazwischen ist. Echt? Tag der acht. Einzige, der Deputy ist. Deputies sterben immer als erstes, habe ich gehört. Das Wasser vom Deputy sollte ich trinken. Ja, das genau, erste, das ist das Erste, was das einer von uns geschafft hat, Deputy zu werden. Tag 9. Auch ein anderer Charakter von mir ist bereits schon Constable. Ja. Und er kann mich mal am Arsch lecken. Tag 10. Daniel ist still. Interessiert keiner. Ja, Leute, jetzt kommt mal in die Sputen hier, Alter. Ihr. Ja, ich renn doch. Ja, dann renn schneller, Mann. Geht nicht. FES doch, ich kann's doch auch. Ja, schön. Hey, hat jemand was zu trinken dabei? Geht nicht, ich laufe gerade im automatischen Modus. Wie im automatischen Modus? Achso, lässt sich zurück, Alter. Nummerntaste. Alter. Echt, welche? Die 3 war's, ne? Nee. Nummerntaste. Oh ja, geil. Ab geht's, Essen kochen. Ja, Quatsch, du musst ja im Grunde quasi bloß die Sprintentaste gedrückt halten. Ja, musst gar nicht gedrückt halten. Du kannst dann nur lenken, so. Läuft von eins alleine. Ja, und dann kommt eine Schießerei und du vergisst, dass das Ding drin ist und springst da rum. Sobald du selber wieder. Nee, sobald du den, also beim Controller, sobald ich den anderen Stick berühre, muss ich wieder selber laufen. Was? Sobald ich nach vorne drücke, ist bei mir. Ja, ja. Das ist schön. Aber wenn wir so normal laufen, kommen wir nie an. Und ich habe keinen Bock, bei Nacht in Nora zu sein. Macht nichts, hab ein Nachtsichtgerät. Jo. Ja, ich auch. Ja, also, mach ja nichts. Aber die nehmen bei mir langsam ab. Wer denn ja, doch? Bei mir auch. Mein Nachtsichtgerät. Ich habe ja jedes Mal eins mitgenommen. Ihr Pfeifen. Nur Rucksäcke habe ich dann einfach wenn den. Wenn ich weiß, dass ich gerade gestorben bin, nochmal reingehen will und versuche, mein Loot zurückzuholen, da holt nämlich kein Nachtsichtgerät mit. Ja, warum nicht? Könnte ja sein, dass ich dann gerade dann ein bisschen länger überlebe und dann die Nacht kommt. Ja, genau, Alter. Hast du Vorstellung, als würden wir mal lang überleben? Ja. Tun wir doch gerade. Ja, aber auch nur, weil die alle sich ausloggen, weil sie keinen als Bock haben. Als wir zum Beispiel bei Boulder waren, wie lange haben wir da überlebt? Aber weil auch keine es ist auch. Nicht so, dass die Angst vor uns hätten. Die haben bloß einfach keinen Bock, die Munition zu verschwenden. Nee, weil wir so scheiße sind. Ja, sag ich doch. Die wollen die arme Munition nicht in... Laufen wir überhaupt richtig? Ja, natürlich. Oh, ja, stell dir mal vor, wir laufen ich kann. Alter, ich kann Fährten lesen. Ja, wir waren gerade hier. Welcher von den Spielern ist hier gerade? Ich war an meiner Fährte. Ja, da fällst du um. Alter, ich hab voll Ruckel. Naja, du auch hatte Ruckel, Alter. Hatte ich aber auch gerade. Ja, ich hatte auch. Da ist bestimmt gerade jemand gestorben. Wie in Daisy, diese fetten Standbilder, du fliegst. Am schlimmsten war es, wenn du mit dem Auto gefahren bist und dann Standbild. Ja. Und du fährst da so 200 km/h, so weißt du. Oh, Daisy, ja, da hätte ich. Vergiss es. Vergiss es. Ja, aber eine vierte Staffel kommt von mir und wir werden noch jede Map machen, Alter. Jede Map. Meine Landkarten. Bis mir Daisy aus den Ohren hängt, Alter, ich sag's euch. Ich kann so viel machen in Daisy. Wo ist der Anging jetzt geblieben? Ja, der ist da hinten, der ist auf automatisch laufen. Ja. Mögliche Drecksau. Ich soll mir mal Rollschuhe anziehen. Schade, dass es zum Ziel nicht bergab geht, sonst hätten wir ihn einfach runtergerollt. Der Daniel, mein Süßer. Aber mehr, dann kriegst du voll die Chemiekeule von mir. Was? Was? Das sieht wieder schick aus, wenn man so durch die Bäume in die Sonne ja, guckt. Ja, und hier auch, so, wenn du so runter guckst, da sind dann die Steinchen so, die liegen da und ne, ist hübsch. Ja, warum sollten sie da auch nicht liegen? Ja, vielleicht können sie fliegen. Nee, das war unlogisch, sorry. Muss meine Nase schniefen, kleinen Moment. Ja, okay. Daniel? Ja. Kommst du? Oder möchtest du nicht mitmachen, Daniel? Ja, pass auf, wir kommen Norad an. Boom, boom, boom. Alle drei Tore. Den Norad okay, schon. Dann logge ich mich aus. Was, du siehst Norad schon? Ja. Ich kann schon mit meinem schönen Visierchen hier alles abvisieren. Ja, leuchte mal. Wie viel Vaginas siehst du? 16. Wow. Lass mir übrig. Ich war jetzt voll nicht mit der. Da war ich voll nicht drauf gefasst auf die Antwort. Wirklich nicht. Warum 16? Warum 16? Ja, 16. Oh, Daniel ist auch da. Wahnsinn. Ja, sind es 15. Warum 15? Eine ist dazugekommen.
Nein, das ist weggegangen. Okay. Nicht witzig. Bang, bang, bang. Ich sage bang, 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 bang. Ich sage bang, 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 bang. Das kriegt wie ein Ohrwurm davon. Auf jeden Fall liegt da hinten vor der Halle ein Grabstein. Ein Grabstein? Ja. Gute Aussichten. Ja. Ne, das heißt, Aussichten haben sich schon die anderen freiwillig getötet. Geringe Chancen. Nein. Große Chancen auf einen Superzombie zu treffen. So muss das sein. Ach, die gibt's ja hier auch, ne? Ja, so viel Munition haben wir nicht mal. Ich bin nicht mal einem begegnet, Alter. Ich habe. Nicht. Ich habe 60 Schuss. Warte mal, 90. 150. Ich ja, aber selbst wenn, wir müssen den ja so weit runterkloppen, so schnell, dass der sich nicht regeneriert, ne? Naja. Ich habe 150. Alter, ich habe 60. Was seid ihr? Und ich habe für meine. Für meine B93R habe ich noch 4 Magazine. Ja, warum? Warum? Sobald ich nicht mehr sprinte, sprintet ihr auch nicht mehr. Was seid ihr für Kacklappen? Ich habe gerade mit dem Fernglas geguckt, also mit den. Ja, ihr wollt bloß, dass ich vorgehe und auf die Presse kriege. Ganz vor uns liegt auch noch ein. Daniel, wieso bist du so weit hinten? Geh du halt mal vor. Ja, du hast einen Sniper, Mann. Ich bin hier. Ja, aber echt mal, du hast einen Sniper, geh vor. Ich habe keine Sniper bei. Ja, sie. Nein, Imita. Ist doch fast das gleiche. Was wollte ich sagen? Soll ich mal eine Luft schießen und uns ankündigen? Na, lass mal. Aber ich glaube sowieso nicht, dass hier jemand. Wer hat geschossen? Ey, ihr habt doch gesagt, in die Luft schießen und ankündigen. Ich bin mir sicher, hier ist sowieso niemand. Deine war viel lauter als meine. Ja, jetzt haben sie mich gehört. Ja, super. Jetzt sind wir alle im Arsch. Ja. Weil ich okay. Geschossen hab, sind wir im Arsch, oder was? Ja, natürlich. Ja, bei Daniel waren wir schon im Arsch. Ach, ich hab du hast erst geschossen, du Arschgeige. Hat mir erstmal das Tütenessen reingehauen. Oh, es wird dunkel. Welche steht denn safe, Alter? Cool, kannst du sowieso nicht rein. Ne, ja, vielleicht doch. Nein. Scheiße, da kommt Zombies, 3 Stück. Und es wird Nacht, ja super, ihr seid ja echte Kackbraten. Ich sag doch, ich hab keinen Bock hier bei Nacht rum zu gammeln. Ja, wann kommst du hier auch nachts her? Ja, ich hab gesagt, lauf schneller, Alter, aber nein, mein kleiner Finger schläft ein. Ja, das war das schon viel früher. Nein, stimmt doch gar nicht. Dann geht's jetzt wieder voll gut. Alter, hier liegen voll die Grabsteine, Daniel. Ja, warum wohl, weil. Alter, ich hab grad voll den Stand gehabt. Oh, danke, du hast meinen Arsch gerettet. Ja, die wollte gerade zuschlagen. Und da. Alter! Und Daniel rennt einfach an uns vorbei und lässt uns machen. Und denkt sich, Alter, ja, die Grabsteine sind hier eigentlich drin. Weil wir den ganzen. Haben wir die ganze Planung verpasst, ne? Ja, nicht, Daniel. Ha? Ein bisschen überpowert, oder? Die knickt immer so. Meine hat gekotzt. Oh, eine Uzi. Oh, was zu essen. Da kommt eine Zombie auch nicht. Oh ja, Essen ist auch nicht schlecht, du. Fällt mir gerade so ein. Essen, ja. Alter, mal im Ernst, wie viele Grabsteine hier liegen. Ja, und wir kommen immer zu spät. Ja, ne? Hier ist keine Sau. Hier ballert keiner rum. Hier ist nichts. Wir kommen okay. Immer zu spät. Wir müssen ja nicht unbedingt so tun, als würden wir jetzt eine Schießerei-Folge laden wollen. Das reicht ja, wenn wir, ne? Alter! Da kommt Springen Bob an. Und rein Bob. Oh, Alter, oh, ich bin was schnell. Und da kommt er wirklich wieder einen Schritt. Du machst deinen Arsch, ey. Alter, Alter, der kommt hin. Alter, nicht. Ich werfe euch gleich aus der Brücke raus und töte die euch dabei. Das ist ja geil, oder? Was für geil. Wenn ich euch aus der Gruppe schmeißen würde, und ihr hättet gerade auf euch eingeschlagen. Wie hätten wir dich. Oh, warum rennen die Zombies? Wirklich, Ivan, wirklich. Nein. Ja, oh, der Springer. Ja, meine macht das schon. Einfach einklopfen. Ja. Ich dachte, Daniel, weil du so gerne eine Woche. Hier kommen zwei. Warum Aua, die Fresse gekriegt. Ja, warum sterben die denn nicht, wenn man auf den Kopf Wieso lachst du, wenn ich sage, ich habe auf die Presse gekriegt? Was bist du für ein Assi? Ja. Ja, weil das lustig ist. Wow, hier den liegen 3 Grabsteine hintereinander. Hier ist eine Truppe gestorben. Alter, ich bräuchte mal hier Fressen oder so.
Alter, da kommt eine Olle angesprintet, Ich würde sagen, die steht auf dich. Alter, wie viele sind hier denn gestorben? 6 Stück. Oh, hier war mal was los. Ah, gewaltig. Hm. Wie gesagt, wir sind zu spät. Ich sah ein Kack-Deputy, Alter. Ja, kann ich ja nichts dafür, dass ich das... Ich hatte das nicht mal drauf abgesehen, das zu werden. Hier liegen überall Grabsteine. Alter, was ist hier passiert? Ja, wir kommen immer dann an, wenn alles vorbei ist. Ja, das finde ich aber auch echt schade, du. Ich finde das voll schade. Guck mal an, außenrum kommt jetzt auch einer angesprintet. Alter, was seid ihr da hinten? Jemand ist auf der anderen Seite. Ey, wenn hier einer ist... Bist du hinten am Arsch? Nein, wirklich? Weil du ganz am Arsch des Mädchen gelaufen bist. Was willst du da hinten? Ja, die anderen 15 Vaginas? Sie sind weg. Warum? Ja klar, weil du gekommen bist. Dann gleich mal abgehauen. Den Duft haben sie gegen den Wind gerochen. Ja, du mit deinen Gasgranaten, ne? Gasgranate, Alter. Ich sei froh, dass ich noch keinen ins Gesicht geschossen habe. Hier ist ein Tresor drin. Dafür habe ich eine Sniper gefunden, Alter. Ja, ist... Ich habe wirklich eine Sniper gefunden. Ja, wie heißt die? Mita. Nein, M4. Und ich kann sie nicht aufnehmen. Immer noch oben drauf, Daniel. Nein, ich will auf den anderen Dach rüber. Mach ich das jetzt, warte. Und fressen, ich habe ja was dabei. Ah ja, geschafft. Alter, was macht ihr da hinten, Mann? Hallo, ich hab hier voll den Arsch voll Zombies. Was? Ihr seid hier so kleine. Ihr seid voll fies, Mann. Daniel, eigentlich bist du doch mein Freund. Keine Antwort. Lockst du hier so viele Zombies an? Wie ihr weiterkommen. Ich lock hier gar nichts an, du kannst mich mal lecken, Alter. Oh, ich muss Nachtsichtgerät anmachen. Ich bin auf die Fresse, ich bin auf die Fresse. Nee, ich sehe unten die Körperhöhe nicht mehr. Der Ledervogel halt die Fresse. Oh, da ist ein Super-Zombie. Geradezu drüben. Den lock ich. Auf der Straße. Uiuiui, uiuiui, wie machen wir das? Echt, ist da wirklich ein Super-Zombie? Ja, da steht ein Super-Zombie auf der Straße. Warte mal, wir könnten außen rumlaufen. Hier hochgehen. Irgendwie aufs Dach kommen hier. Kommen wir da nicht hoch. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. War das nicht so, dass der uns von da aus hört, wenn wir da hochgehen? Ich weiß nicht. Okay, wenn ich jetzt Nachtsicht, okay, ist besser Nachtsicht. Es gibt hier eine Stelle, die ist hier um die Ecke. Ja. Warte mal. Auf die Ecke nicht. Warte, ich lock den an. Nee, warte mal, noch nicht. Ich will erst zu der Ecke. Oh shit. Holy moly, ich hab auf die Fresse gekriegt. Wo ist der Superzombie? Hier bei uns. Okay, dann kann ich ja rennen. Nein. Alter, wenn der kommt. Ich seh den Superzombie. Scheiße, er kommt, Ivan. Ja, hier hoch. Milo, gleich an der Ecke. Was soll ich jetzt machen? Milo, hier gleich an der Ecke. Alter. Naja, ich Alter, der steht da und guckt. Ich hol mir jetzt die Waffe hier weg. Hallo? Welche Waffe? Hier, achso, ne, Hallo? Mein Rucksack ist voll, ich muss noch was raus. Er kommt zu euch. Naja. Milo, pass auf. Zum Leuchten. Ja, hast du auf den geschossen oder was? Naja. Komm, schieß mich, wenn ich hier unten laufe. Hat Spaß, schießt auf den, oder? Wow, endlich mal ein Fernseher. Aber die Munition wird nicht ausreichen. Nee, das wird niemals ausreichen, den zu töten. Hier ist auch noch eine Waffe. Ich will mich weiter ärgern. Ich schieße nochmal. Eine Leuchtpistole. Was denkt ihr, bin ich schneller als ein Superzombie? Nein, da kommt doch zu! Er nickt immer.
Alter, der rennt auf mich zu, was mache ich jetzt? Denk daran, der ist schneller wie du. Alter, da kommt nicht nur die nicht nur der Superzombie kommt. Auch so ein Springer noch. Ja. Und noch ein Springer. Hier ist Alter, sie sich. Ist schnell. Springer hoch auf die Säcke. Er bleibt stehen. Oh, der hat mich voll in die Fläche. Alter, ist der schnell, Alter. Kommt der hier drüber? Ich hoffe nicht. Oh, lag mir die Waffe, Alter. Wo ist er? Die kleine Kackbirne, Alter. Hinter dir kommt es ohne Ende, Alter. Ich jetzt meine Munition nicht an dem Schaden. So hell das ist. Alter. Ja, super, was machen wir mit dem Superzombie? Das kriegen wir im Leben nicht. Hey, was machen wir jetzt? Wir sind tot. Ich bin schneller als der Superzombie. Alter, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse, halt die Fresse. Machst du jetzt Musik oder was? Okay, erst einmal. Oh, er ist tot. Der ist echt tot, Alter. Und meine Waffe ist leer. Und es ist eine SVT geworden. Echt? Ja. Alter, wir haben Glück. Und so viel Schuss hat er gar nicht gebraucht. Das hat mich auch gerade echt. Ich habe zwar 60 Schuss in den reingepulvert oder mehr. Ja, glaub, normalerweise Dauerschuss braucht einer ungefähr so 130. Aber nicht viel, ne? Wenn du dauerhaft in die Birne knallst. Na gut, dann können wir uns hier jetzt erstmal umgucken, würde ich sagen. Ja, jetzt ist cool. Weiß ey, wir haben Superzombie getötet, Alter. Ich werd verrückt. Oh, da haben wir schon mal ein paar mehr von gekillt. Nicht mehr das Neueste eigentlich, aber es ist natürlich schlimm.